Jagen im Wind. Das macht der. Und schon sind wir wieder da. Krass. Das ist total verwirrend, oder? Weil in der Folge, die auf GameTube läuft, also wir sind quasi immer so ein halbes Spiel versetzt. In der Folge auf GameTube hat also man das jetzt alles live gehört. Die GameTube-Zuschauer sehen halt die bestmögliche Version, weil das ist das Video, in dem ihr mal kurz nicht da seid. Genau. Ich hab ein Pferd. Ja, okay. Ein Pferd. Komm, wo bist du? Komm, wir reiten. Da. Wir sind Bibi und Tina. Und Michi auf Amadeus und Sabrina. Und Jagen im Wind. Das macht der. Okay. Und nochmal oben rüber. Und die Dukes of Hazzard sind auch da. So, wo gehen wir denn hin? Oh, Waffenkind! Was ist denn mit dir schief? A oder B? C. Ich geh zu B. Oh Gott. Oh, fuck. Was? Oh! Was oh, Scheiße. Oh. Was blöd gelandet. Oh! Hat sich jetzt auch abgeworfen? Ja, Unsere Pferde sind ohne uns direkt nebeneinander zum Stehen gekommen. Du meinst mit dem Kopf in der Wand? Können wir festhalten? Okay, das war nicht abzusehen. Mit Pferden auf Panzer losreiten ist genauso schlecht wie mit Jeeps. Das sind aber auch so Lektionen, die sie im Ersten Weltkrieg dann tatsächlich gelernt haben, ne? Dass das nicht so eine gute Idee ist. Aber muss halt auch einer ausprobieren. Und das sind die wahren Helden der militärischen Fakten. Ach, das sind unsere Pferde und kein Mann. Ja, da sind sie aber unsere Pferde geschossen. Rein, Michi. Die Schweinebande hatte einfach. Aua. Boah, fuck, da ist ein Panzer. Ich muss mal ganz kurz was umstellen. Stacheldraht. Das sollte ich vielleicht beim. Man darf hier nie vergessen, dass ja hier alles zerstörbar ist. Wenn man sich hinter so Sandsäcke wirft, dann ist das dem Panzer einfach egal. Hä? Wo ist denn? Ich sehe es gerade nicht. Wo ist ein Taste drücken für hinlegen? Ah, fuck. Y. Nee, ich meine, dass das hält. Wisst ihr denn, auf welcher wo man das umstellen kann, dass das Anlegen eingeloggt bleibt? Das ist auch, das hatte ich vorhin auch irgendwo. Warte mal, ich gucke. Warte mal. Moment, also wo war das jetzt nochmal? Das ist bei, ich glaube bei Controls und dann Advanced. Nee, das ist bei Gameplay und dann Advanced. Gameplay und dann Advanced. Und dann ist es oben, ach genau. Options, Gameplay, Advanced und dann Double Tap. Dann Weapon ist es Weapon Zoom. Und dann geil. Klick oder Hold. Danke. Aber wo ist denn das, Ich hab so Angst. Besser. Ich sehe es nicht. Ich sehe es hinlegen nicht. Auf eine Taste lassen. Ich hab so schrecklich Angst. Ich sitze hier, ich bin total eingebunkert. Ich dachte, ich muss mal die Stellung hier ein bisschen. Naja, in Ruhe machen. Kommst du hier in den Ersten Weltkrieg und plötzlich musst du irgendwie hier so bunkern. Was ist das denn? Boah! Ich hab Jasmine aus Italien zufällig erschossen. Ich geh jetzt zu A. Wow. Meine Leiche krass, fliegt zu aussieht. A. Wieso haben die alle so krasse Sachen? Ja, das ist, also die machen. Da unten steht ein Panzer. Die Gegner machen das total geschickt, die haben auf beiden Seiten halt einfach Tanks stehen und wir kommen mit Pferden. So ein bisschen wie ich immer Age of Empires gespielt habe. Aber ich probier's nochmal mit dem Pferd. Ja, es reicht nicht weit genug. Es wird klappen. Mark my words. Ich reite jetzt an allen Hindernissen vorbei. Toter Winkel. Außenrum. Toter Winkel. Der Trick am toten Winkel ist nämlich, so viele Leichen in den Weg zu legen, dass man hinter denen vorbeireiten kann. Militärischer Fakt. 73. Haben die den Panzer jetzt leer gelassen? Die haben den Panzer leer stehen lassen. Hä? Sind die doof? An allen Hindernissen vorbei. So, und jetzt über das hier noch drüber. So, ich habe jetzt hier alles voll gegast. Die haben jetzt ihren. Wer hat mich denn jetzt erschossen? Sie stehen da als ein Panzer! Nein, ich habe den Panzer auch gefunden. Das ist ja eine dumme Ratte. Ah, fuck. Ich bin auch selbst mit einem Automatikgewehr. Wieso haben wir denn eigentlich keine Panzer? Scheiße. Ja, die spawnen bei uns auch. Wir können da auch rein. Wer hat die? Jetzt wieder einen Medic. Das ist ein Auto. Weil das musst du auf der Map auswählen. Wenn du im Menü bist, ist das ein kleines Panzer- und Pferdesymbol. Ja, aber das ist immer besetzt. Jetzt war es gerade frei. Oder null. Ich bin jetzt mit im Auto. Warte mal, hier ist ein Panzer. Kann man da mitfahren oder kann man den leichten Panzer nicht mitfahren? Ja, der leichte ist ein Einsitzer. Was, es gibt einen Einsitzer-Panzer? Ja, mit dem bin ich doch letztes Mal so rumgeknattert. Okay.
Okay. Der ist super witzig. Was ist das hier? Wer fährt denn hier gerade? Ah, Michi fährt. Ich. Das wird toll. Ach, okay, jetzt habe ich einen Flammenwerfer. Aua, aua, aua! Hier außen rum. Aua, aua! Ich krieg Löcher, ich muss aussteigen. Dann steige ich jetzt hier aus und dann hole ich. Kannst du ein Medikit legen, bitte? Das ist ein Bösewicht, Bösewicht! Rechts von dir! Jetzt bist du hinter ihm. Ich kann jetzt nicht sprinten, wenn mein Flammenwerfer. Gib ihm! Hab ihn. Kannst du mich holen? Das wäre Träumchen. Moment, ich plant die Bombe. Bombe geplantet. Ich ruf nach dir. Wo bist du? Mutti! Wo bist du? B, ne? Mutti! Oh, zu spät. Scheiße. Ich geh mal auf A. Egal, ich komme jetzt zu dir. Scheiße. Bin wieder da. Die müssen wir jetzt einfach verteidigen hier, ne? Also einfach, im Sinne von einfach. Was ist das? Was sind das denn für merkwürdige Symbole, wenn man den Flammenwerfer hat? Und wenn Feuer. Wir, wenn wir oh, 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 die sind oben in den Hügeln drin. Die, they came from the trees, man. They came from the trees. Nice. Oh, das leuchtet. Oh, fuck, der mich erwischt. Aber ich hab... Yeah! Ich hab Objective D! Ich hab den... Ich hab den Scharfschützen weggeknatterisiert. Shit. Ich hab ein Auto, Michi. Geil. Wollen wir McDonald's fahren? Ich hab den Wagen meiner Mutter, ey. Das ist auch einer der Gründe, warum der Krieg verloren worden ist, weil irgendwann die ganzen jungen Soldaten nur noch zum Mac. Oh, mein Gott, Auto, Auto! Das große mit dem Panzerung! Panzer! Ja! Was war denn das? Aber ich hab zumindest. Auto! Ich hatte auch so ein Auto. So ein Auto. Das Pferd da gerade eben! Da steht ein Pferd auf den zwei Vorderfüßen und macht so einen Handstand und wackelt aber einfach so. So geil. So, ich werfe jetzt die Antitankgranaten. Zacki! Hier ist so ein... Oh. Hier, warte doch, ich bin noch da. Aber Vorsicht, das ist ein Bösewicht, der hat so eine Todeskanone. Oh, ich glaube, das ist eventuell ein Phaser. Aber ich hab den Panzer. Hat er jetzt meine schöne Bombe ausgemacht? Die hab ich doch gerade erst angemacht. Oh, es ist so hartes Battlefield einfach. Hier sind jetzt Tanks. Ich hab jetzt ihr. Kommt alle in meinen Panzer. Wir werden jetzt völlig ausrasten. Und ich hab Style und den Tank. Fritz, wir brauchen dich. Immer falsch beim Deployen. Ich hab Style und das Geld. Ich hab all das, was den Fotzen so gefällt. Oh, jetzt müssen wir alle Folgen abbrechen. Wieso läuft das gerade hier in irgendeinem pädagogisch wertvollen... Das läuft im Öffentlich-Rechtlichen. Das Einzige, rechts, mich interessiert, wie werde ich Multimillionär, Digga. Okay, ich bräuchte... Oh, könnt ihr das Ding oben ausschalten? Okay, wir müssen raus. Was denn? Ich bin genau an der falschen Seite aus dem Ding ausgestiegen. Also da, wo man nicht gleich mit einer Medaille und so einem Scheck belohnt wird. Mit dem Purple Heart. Mit E Leute markieren, aber es ist ja Quatsch. E ist ja irgendwas anderes. Was ist E eigentlich? E ist einsteigen. Ach, da oben ist ein Schadenschutz. Ah, ne, ist einer von unseren. Au. Da rappelt's. Oh nein, Scharfschütze! Ach nee, das. Hä? Ach so. Oh. Wo ist der Tank? Franz, jetzt habe ich gerade auf dich geschossen. Danke. Weil ich dachte, da ist jemand an diesem Geschütz dran, aber der zeigt das komisch an. Nee, ich hatte gehofft, dass der Panzer hier vorrückt. Ich will den mal wegknattern. Wir haben nur noch eine Minute, ne? Wir müssen. Ach, das ist unser Panzer hier. Hier vorne nicht. Ich habe euch mal einen Tipp gegeben, was ihr machen sollt. Ach, das ist aber lieb. Kannst du mal so ein Spritzchen hier hinwerfen? Weißt du? Wer, ich? Dose Kekse? Aua! Ach, verfickte Scheiße. Ich treffe auch einfach nichts, verdammte Scheiße. Hier bin ich jetzt auch. Wieder mit dem Gamepad. Mann, ich bin zu dick, um hier durchzukommen. Wir haben echt Sorgen, ja. Hab zwei ausgeschaltet und jetzt hole ich noch die Bombe. So, ich komme im Pferd. Will ich aber ein Purple Heart haben, nur. Purple Heart, Purple Heart. Das ist so ein Jimi Hendrix, ne? Scheiße, Granate. Wie hart ich jetzt losrandaliere. 11 Sekunden noch. Das muss jetzt explodieren, die Karre. Oh nein! Der Tor des Monats. Komm. Knall ihn ab. Ja, das sieht gut aus. Nein! Ich hab beide Bomben scharf gemacht. Und die hast du gesehen? Die zweite ist auch noch explodiert, nachdem die Zeit abgelaufen war. This guy. Das ist ein Skandal. Das war's soweit von dieser Runde von Battlefield 1 bei GameTube. Danke fürs Zuschauen. Tschüss. Gleich.
So, sollen wir nochmal eine Conquest spielen? Nochmal Conquest, oder? Ja. Ja. Dann würde ich nämlich die als die richtige nehmen, weil ich die eben die Aufnahmen so verkackt habe. Aha. So, unsere Zuschauer haben das jetzt noch gehört, nämlich. Hier ist alles. Geheimnis, ne? Verraten. Den schmeiße ich einfach weg. Das ist die Folge, wo ich über das Geld geredet habe. Und über all die schmutzigen Deals, die in der LP-Szene laufen. Wie ich mir hier von L'Oreal schön. Den Style und das Kohle Geld. Reinstecken oder schön. Ich bin von L'Oreal den Style und das Geld finanziert. Conquest, okay? Go, go. Conquest. Leute, wieder raus. Oh, Baby, Baby, Conquest. Kommt ihr jetzt mit rein? Warte. Ja, du musst ich erstmal wieder ins Hauptmenü rein. Achso, oh, ich hab euch gedrückt, aber ihr wart. Oh, Moment. Und nu? Vielleicht krieg ich jetzt noch so. Ah, ich krieg schon gleich die Einladung. Bei mir tut's noch. Nee. Doch. Doch, jetzt. Nein, doch. Ja, doch. Ich aber doch wieder Menü. Oh. Nein, doch. So, habt ihr jetzt die Einladung? Habt ihr? Ja, ja, ich glaube, es klappte. Aber das ist der Grund, warum Leute wie wir nicht in den Krieg dürfen. Dann mache ich. Habt ihr die Einladung bekommen zum Krieg? Ich weiß nicht. Ja, nein, doch. Oh. Dann mache ich jetzt noch mal kurz eine Anmod. Eure Folge läuft ja noch. Das ist ja alles noch auf Band, was ich hier verbocke. Wir können Flugzeug fliegen. Es ist ein Flugzeug frei. Okay, ich hab schon mal Bomber reserviert. Macht die Anmod. Ihr könnt ja bei mir joinen. Okay, welches Squad sind wir dann? Oh, ich bin in der Flugzeug! Welches Squad seid ihr? Ich stürz gleich ab. Ah, scheiße, ich hab mich verhakt mit meinen Kabeln. Nein! Fritz muss den Squad für dich aufmachen. Ich kann nicht, ich flieg grad. Ach so, Ink, ihr müsst Ink kurz aufmachen. Ich mache hier gar nichts auf, ich schieße. Aber du kannst trotzdem in mein Flugzeug joinen, oder? Das fliegt da rum, fuck, über G. Fuck! Halt's Maul, ich muss hier fliegen. Oh Mann, ey, fuck. Ah, ich hatte mich gerade mit den Kabeln verkehrt. Bist du abgestürzt? Hey, wake up. Dann mach das Squad auf. So, warte mal. Also, Squad, zack. Und dann ab in meinen Bomber. Das kann ich nicht, weil Franz der Squad... Oh nein! Mein Gott, also Frank, mach auf. Würdet ihr mich bitte nicht mit so einem Quatsch ablenken? Jetzt ist auf, schnell! Okay, bin drin, dann mach ich jetzt auch eine Anmod. Ja, das ist jetzt schreibt. Jetzt nervt mich hier noch jemand beim Teamspeak. Moment. Battlefield 1 Open Beta. Und dieses Let's Play seht ihr auf drei Kanälen auf GameTube, dann außerdem bei Grummelfritz und beim Firlefranz. Grüß euch. Hallo! Ihr habt ein Flugzeug, ne? Warum kann ich da nicht rein? Weil ihr zu dick seid, ne? Ich hab ein Pferd, aber ich darf nicht mit dem Pferd ins Flugzeug. Oh, das Pferd ist mega hart explodiert. Ich hab auch ein Pferd und wir spielen Conquest und ich reite das mal los. Wer ist denn der Teamchef? Wo geht's denn hin? Welchen Punkt sollen wir holen? Du scheiße in diesem Spiel. Boah, ist das toll. Ich treffe auch nichts, das ist nicht meine Welt. Welchen Punkt sollen wir denn holen? Ja, ich warte dann jetzt mal. Das muss, glaube ich, der Squad-Chef sein. Auf Fritz reiten wir aufeinander zu, wie in so einem romantischen Liebesfilm. Aber wieso sehe ich euch denn nicht? Warte mal, Fritz, ich glaube, ich reite hinter dir her. Wir treffen uns hinter den Dünen. Hinter den Dünen ging's weiter. Da guck, da bist du. Aus dem Flugzeug ausgestiegen? Da bist du. Grummel Fritz. Wo seid ihr? Seid ihr die beiden Pferde? Haben wir den umgerannt? Nee, oder? Wir rennen jetzt im Kreis um den Typen rum, ja. Wie kann man denn? Irgendwie geht das, aber ich weiß gerade nicht wie. Ich konnte jetzt nicht anders. Du hast dich voll erwischt. Wie geht denn das mit dem Panzer? Hast du das schon mal gemacht? Hast du schon mal jemanden überrannt? Ja, einfach mit dem Pferd gesprintet. Achtung! Wollt ihr mitfahren? Ich habe hier so ein Auto. Ich habe hier so ein modernes Auto. Guck mal, hinter Nein, euch. Nein, komm, hau ab mit deinem Auto, Quatsch. Ich bin tot. Oh, warte mal. Ich kann dich, glaube ich, warte. Ich kann dich wiederbeleben. Der dreht um, Fritz! Pass auf, der dreht um! Wer denn? Das Flugzeug! Das war ich! Oh, der Tiefflieger, oder? Warte also mal, ich steig auf. Ach, hier kann ich kann jetzt zu wem? Ich bin bei Franz im Flugzeug. Nice. Oh. Nicht wundern, ich repariere uns gerade. Oh, der kommt direkt von oben. Oh, nein. Oh, ist das der Wahnsinn? Das ist einfach der Wahnsinn. Du musst kurz am Flugzeug schrauben. Ich hoffe, das ist für dich vertrauenserweckend. Das ist gut. So, jetzt geht's los. Kurze Frage, weil ich habe jetzt hier immer noch nichts bekommen. Also werden da noch Getränke gereicht oder? Hier. Ja. Ja, dann, wo ist denn die Fritz? Hast du das gehört? Fritz! Aua! Du musst das umdrehen, das Flugzeug. Ich kann ihn nach hinten schießen. Ja, dann drück F3. Fritz, du wirst angegriffen. Warte, ich werf Bomben auf euch drauf. Das hilft dir, oder? Geil. Ich hab's auch in der Todesanimation gesehen. Sitzt du jetzt hinten? Geht das jetzt? Oh, Wahnsinn. Nee, irgendwie nicht. Aber da sitzt jetzt ein Fremder. Ja, toll. Fliegt das Flugzeug? Ich hab ein bisschen Angst. Ich krieg den Kampf nicht mehr hoch. Doch, ich krieg ihn! Ah! Warum fliegt der denn nicht mehr?
Der Auto ist kaputt! Soll ich jetzt reparieren? Ach, das ist von der Ölpumpe, okay. Was bin ich denn jetzt gerade? Ich bin gerade Medic. So, ich versuche den Karren jetzt zu reparieren. Aber wir kriegen halt so hart aufs Gesicht geschossen die ganze Zeit. Oh, 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 oh! Jetzt reparier das doch! So, während ihr da im Flugzeug rumspielt, seid ihr beide im Flugzeug? Jetzt, nicht mehr. Ich hab's nicht repariert gekriegt, sorry. Hat sich erledigt. Geh ich mal kurz auf. Was wie das Flugzeug abgestürzt ist. Ich auf A. Ah, geil. Okay, du gehst auf. Bist du in dem Auto? Nee, wir spawnen nee, auf Fritz, okay? Ich bin tatsächlich zu Fuß. So, Ansage, wir spawnen jetzt, auf Fritz. Ich bin jetzt Fritz. An B. Alle Kinder spawnen auf Fritz. Und dann? Machen wir was? Dann greifen wir Punkt, A an. Mach mal. Da ist der Befehl. Dem, seid ihr auch bei B bei mir jetzt? Ja, ne? Wir sind doch, direkt. Einer von euch beiden ist auf jeden Fall. Ja. Müssten hier nicht noch Geschütze sein, um mal die Flugzeuge runterzuholen? Ja, ich hab's an eben. Also, das Flugzeug. Ja. Ich hab eben versucht, dir zu helfen. Da steht auf freier Flur einer, Fritz. Auf freier Flur. Siehst du den? Habe ich markiert. Nee, aber da ist ein Aua, au, was war das denn? Pferdeheini. Ach der. Wo? Ja. Herr Simon. Herr Simon mochte mich nicht. So, sollen wir mit dem Auto da hinfahren? Nein, haben wir erwischt. Ja, ist gar keine schlechte Idee. Dann nehmen wir so ein Panzerauto. Okay, dann komm ich. Kommt mit? Ich bin an dem Hauptgeschütz dran. Wo ist der Franz? Da ist er. Franz ist eingestiegen. Wir fahren zu Punkt A. Der wird eingenommen. Okay, Befehl ist raus. Sag mal, müsste jetzt hier nicht bald mal der Zug kommen? Was stand denn auf dem Plan? Wann fährt denn der Zug immer? Daniel hat das doch rausgefunden. Da ist ein Tank. Hinter uns ist, glaube ich, ein Tank. Ich sehe nichts. Ich war fast Person. So, ich kann das Geschütz nicht so hoch ausrichten, wenn die Flugzeuge direkt über uns. Warte mal, da ist einer. Den kann man zusammenfahren. Achtung, Achtung, Achtung. Ich habe ihm extra in die Beine geschossen. Ich glaube, jetzt haben wir ihn erschossen und überfahren. Jetzt fehlt da ist der Panzer. Da ist das Panzerauto. Seht ihr das? Oh. Nee, sag da recht Himmel. Direkt hinter dir. Die Popo. Auto. Popo vom Auto. Ach die Himmelsrichtung. Okay, wir greifen D an. Da ist ein Pferdemann. Okay. Pferdemann, 12 Uhr. Pferdemann 12 Uhr, den krieg ich. Ich hab das. Da ist auf dem Dach, links auf dem Dach. Der ist aber noch da, nee, der ist runtergefallen. Autofahrer. Genauso lustig war der Erste Weltkrieg übrigens in echt, ne? Vor allem, wir müssen mal kurz drüber reden. Wir müssen kurz drüber reden, dass du, wenn du jemanden überfahren möchtest, vorher Autofahrer rufst. Er ist so eine kleine Zwangsneurose, aber so werde ich immer überführt. Wer empfiehlt doch der ADAC, oder? Das Wer bist Sniper. Du? Autofahrer! Wo fahren wir jetzt hin? F. Hier ist okay. Ich habe F angesagt. F wie Autofahrer. Fahrer, fahren Sie! Aber wir sind doch auch echt voll die Macht, ne? Die kriegen halt 7000 Kugeln in den Balch und Michi fährt sie tot. Das ist schon... So, was ist jetzt hier? Gibt's hier noch Fußgänger? Hier ist ein Panzer, aber ist unserer. Kann man in Fahrzeugen erobern? Ja, ja. Wir kriegen da auch richtig nett Punkte hier. Und das ist, ich krieg noch den Squad-Bonus, weil ich gesagt habe, dass wir das erobern sollen. Wieso kann ich hier nicht raus? Ich habe das Auto verkantet. Ich wollte gerade sagen, du hast es jetzt hier ins Loch reingefahren, oder? Noch nicht. Warte, alles ist zerstörbar, auch dieses Auto. Warte. Wir müssen vielleicht so ein... Also warte mal, hier müssen Feinde sein. Da! Hab ich. Autofahrer! Der Schlingel. Wenn man nämlich nicht mehr einnehmen kann. Hier sitzt noch ein Feind. Hier war noch ein roter Stritzel. Warte, ich hab ihn. Ich glaube, ich hab beide, oder? Ja. Ja, ich hab beide. Ich bin Private EX geworden. Ich hab auch irgendwie Warbonds bekommen. Aber ich hab einen Damage am hin? Flugzeug gemacht. Hat man die nicht eher zu Hause gekauft? Ey, ist gut. Sind ey, ist richtig weit weg. Ja. Boah, wir sind das effizienteste Auto der Welt tatsächlich, ne? Wir sind ein BMW. Naja, und in ein paar Monaten kommt wieder raus, dass wir irgendwo beschissen haben. Ja, okay, also ich meine... Da müssen wir nachzahlen. Ich glaube, die Abgaswerte von dem Kahn hier sind halt nicht die besten. Das so sagen, kann ich dir aber auch so schon sagen. Rechts ist ein Pferdeauto. Pferdeauto! Nicht der... Den lassen wir ziehen. Oh nein! Dann will ich mal Gnade vom Pferd ergehen lassen. Warum so ein langes Gesicht? Ah. Oh, da kommt Panzerauto! hier muss doch irgendwo ein Geschütz stehen. Wo ist... Ich bin weggewuselt. Was ist denn das? Ist das ein Fahrzeug? Ist es ein Flugzeug? Nein, das ist Superman. Gedreht halt ja, so Mann. Schnell, ich kann da nichts machen. Okay, wir haben ja, ihn, ich hab's eingenommen.
So, müssen wir wieder einsteigen, weil wir fahren nämlich jetzt hier weg. Oh ja. Hier bin ich. Dann get in. Nein! Hat's geklappt? Nein. Ich bin drin. Oh, diese Einsteiganimation, die macht einen ja wahnsinnig. Oh, das Auto brennt. Alle raus. Ich bin eine Stunde lang eingestiegen, nur damit ich mir aussteigen kann. Ja, okay, wir verteidigen wohl eh. So, Leute, neuer Plan. Was verteidigen wir eh? Oh, scheiße, da kommt ein Auto. Ab ins Haus. Hey, wieso lebt ihr denn noch, ihr Schweine? Hat jemand was gegen Autos dabei? Ja, ich komme wieder als Autoverteidiger. So Reißzwecken oder sowas? Ich habe so eine ADAC-Mitgliedskarte. Die sind voll gegen Autos. Okay, also kommt doch, das bringt mal gar nichts. Ja, da steht halt ein Auto direkt vor der Tür. Ja, ich habe ich habe Anti-Auto-Granaten drauf geworfen. Das ist nicht der Pizzadienst. Ich bräuchte Dienst, ich habe leider gar nicht, oder? Nizza-Dienst. Oh, das ist leider ja Gas. Aber das habe ich da hingeworfen. Brennendes Auto. Heute leider Gas. Ich habe leider meine normalen. Wieso gehen denn gehen das Medikit nicht? Kann ich mich selbst gar nicht mehr medikitten? Ich bräuchte auch mal eins. Ich hab dich wiederbelebt. Jetzt ist aber komisch, Medikit, du Medikit, mir Medikit, nicht als Figur, Michi. Also, da war keine Anzeige. Oh, drauf. Panzer! Ja, ich sehe schon. Ich brauche halt, ich bräuchte Munition. Gesehen. Ich habe keine Granaten mehr, keine Anti-Panzer-Granaten. Ich habe nur Medikits dabei. Der Panzer ist aber ans, das Auto ist an uns vorbeigefahren. Ja, das ist vorbeigerast. Sind hier noch andere Hiwis irgendwo? Wie hell ist denn das hier? Oh nein, der kommt zurück! Oh, das Haus geht kaputt! Und noch ein Panzer! Ach, so schön, dass wir an Objective Edward sind. Das ist die Twilight Base. Die Twilight Zone. Hier gibt's auch normalerweise. Habt ihr das Flugzeug gesehen? Habt ihr diesen Tiefflieger gesehen? Aua! Ich lieg oben im Haus, wenn mich einer wiederbeleben will. Aber ich könnte auch einfach. Ich komme mit Granaten wieder. Mit Anti-Tank-Granaten. Ach, ich bin auch so blöd. Was stelle ich mich denn da direkt hin? Lebt Michi noch? Gucken, wie das, ja, ich bin noch da, aber nicht mehr lang. Ich kann nicht bei dir spawnen, oder? Doch, ich komme zu dir. Mit Anti-Tank-Granaten. Wo sitzt das Auto? Ja, schnell. Überleb mal. Wo sitzt das Stinke-Auto? Da ist es. Ich komme auch mit zu euch rein. Mit Granaten. Könnt ihr das mal markieren, aua. Auto, falls es da noch irgendwo ist? Ah, okay. Hab's. Hast du es gesprengt oder markiert? Nee, ich hab's markiert. Okay, jetzt kriegst du eine Granate aufs Dach. Komm! Nein, Mann! Es fährt immer weg. Fuck. Ich hol dich. Aber den Tank noch beschädigt. Da kommt noch ein MG-Typ. Ich hab ihn beschädigt, indem ich mit meinem Körper reingelaufen bin. Fuck! Jetzt! Mein! Ich halte den MG-Typen unten. Es wird ihm eine Lektion sein. Bist du tot? Von euch? Ja. Okay, warte mal, ich kann mal gucken, ob ich euch wiederholen kann. Oh, hier ist ja noch ein Bösewicht! Ja, oh, der ist direkt. Oh. Könnt ihr. Oi! Oh, die sind da hinten. Fuck. Könnt ihr bei mir spawnen? Also wenn, dann spawnen wir lieber bei mir, weil ich bin. Ja, okay, Wand. Wenn du. Du bist jetzt da, das ist gut. Ich bin mal Franz und ich geb dir gerade Heal. Das ist gut. Oh, da ist ein Bösewicht! Da sitzt direkt einer auf dir, Michi. Ja, fuck. Der will. Also diese Anti-Tank-Granaten sind echt mal die letzte Rotze. Ich bin zu dumm dafür, das ist das Problem. So, was jetzt mal hier wieder mit Plan? Wir gewinnen das Ding doch hier gerade, oder? Hm. Wir könnten einen Bomber spawnen und abspringen. Wo wollen wir denn hin? Wir spawnen in dem Auto bei B. Ey, das ist ein Scherz, oder? Ich spawne in dem scheiß Flugzeug in dem Moment, wo es auf den Boden aufschlägt. Und es schlägt sogar so hart auf den Boden auf, dass ich jetzt unter der Karte bin. So hart also ich kann mir die Sache von unten anschauen. Also ich bin jetzt bei E. Wo gehen wir jetzt hin? Bei E bist du. Nee, bei F. Das hast du ja jetzt gerade ausgedacht. Ja. Ach, Bayonet Charge gibt's auch. Wie macht man das? Einfach sprinten und dann F drücken. Achso, sprinten? Dann wird kurz gerastet und dann schreit er auch so geil. Ich habe mich aus der, dem Spiel heraus geschleudert. Ist abgestürzt? Nee, aber ich hänge unter der Map. Und bin aber scheinbar in dem Moment gespawnt, wo das Flugzeug tot war. Ich habe Roadkill gemacht mit einem Auto, in dem ich nicht mehr drin saß. Wie kann ich redeploy. Okay, das geht ab. Nee, redeploy funktioniert auch. Aber unser Squad ist total gut, wir sind immer 8, 9 und 10 auf der Map. Unsere KD ist nicht so gut, aber
Das ist auch verzeihlich. Ich kann nichts machen. Ich bin hinter dir, Michi. Gibt's dann, eigentlich KD noch? Hier jetzt ja, auch klar. Vorbei. Und von daher spring ich mal raus und bin dann in der nächsten Runde wieder mit dabei. Macht's gut. Bis gleich, Fritzi. Was ich meinte, war halt Kaisers Drugstore. Also, ob es das noch gibt. Oh nein, das kennt wieder keiner. Was ist denn Kaisers Drugstore? Ja, Mann, das ist eine Drogeriekette, die KD heißt. Echt? Ja. Okay, sorry, Dennis. Hab ich tatsächlich nicht gerafft, den Gag. Mann. Ich versuche mal wieder in euer Spiel reinzukommen. Wie lange ist denn die GameTube-Folge noch? Geht noch. Okay. GameTube-Zuschauer sehen mehr. Ah, Flammenwerfer-Heini. Oh, Flammenwerfer-Heini. Jetzt stirb halt, du. Was ist denn jetzt? Jetzt kam mir irgend so eine Einladung. Ja. Fritz hat uns beide umgebracht mit einer taktischen Einladung. Die dumme Sau. Militärischer Fakt. Eine taktische Einladung ist das Tödlichste, was einem auf dem Schlachtfeld passieren kann. Und ich hab noch zurückgedrückt. Oh Mann, um 21.43 Uhr. Oh, schon wieder der Flammenwerfer, Heini. Um 21. Aber, achso, du hast die nicht angenommen. Ich join jetzt bei Fritz scheinbar. Irgendwas passiert. Ja, ich bin jetzt hier auf der Fritz-Map. Da beende ich jetzt meine Folge. Liebe Menschen, gleich geht's weiter mit diesem wilden Abenteuer, damit die Folgen völlig asynchron laufen. Bis gleich, ne?